Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespieltobi hier. Normalerweise, wenn ich im Auto sitze, bin ich ja auf der Jagd unterwegs auf Flohmärkten. Zum einen ist kein Flohmarktwetter, es regnet gerade. Vor 5 Minuten oder 2 Minuten, als ich hier ins Auto bin, hat die Sonne noch geschienen. Das Wetter spielt gerade verrückt. Ich schätze, der Regen ist hier in 2 Minuten wieder vorbei und dann wieder strahlender Sonnenschein. Ja, jedenfalls, Flohmärkte finden eh keine statt. Aber ich habe einen Kleinanzeigen-Deal und da wollte ich euch mal so jagdtechnisch ein bisschen mitnehmen. Mal schauen, was ich vor Ort filmen kann. Aber ich melde mich dann direkt vor dem Abholen von dem Deal nochmal. Schau, ob ich dann vielleicht irgendwie was im Haus oder an der Tür filmen kann, wo ich dann eben den Deal abhole und dann hinterher dann auch direkt eine Review im Auto. Also ich würde sagen, los geht's direkt nach dem Intro. Ich bin jetzt hier angekommen, da vorne ist das Haus, wo ich den Deal abholen gehe. Und vielleicht habt ihr das im Video, im Footage erkannt, ich bin hier in Homburg unterwegs. Dort ist ja normalerweise ja, der große Flohmarkt, mein Lieblingsflohmarkt, mein Haus- und Hofflohmarkt sozusagen. Und deswegen mache ich das heute mal so als Jagd ein bisschen, als Erinnerung an die gute alte Flohmarktzeit. Jo, die Anzeige, die blende ich euch hier nochmal ein. Es geht um Mega Drive Spiele. Jedes Stück 20 Euro VB. Jo, die Dame habe ich angeschrieben, ist eine Verkäuferin und hat gesagt, ja, kannst vorbeikommen, so und so. Und einen Preis habe ich gesagt, ja, reden wir dann vor Ort nochmal, weil ich mache das dann lieber vor Ort, wenn ich die Sachen gesehen habe und wenn ich den Personen dann auch ins Auge schauen kann oder in die Augen schauen kann, als dann über ja, die Kleinanzeigentext so ein bisschen. Ja, das Ganze schon im Vorab auszumachen, finde ich irgendwie ein bisschen doof, wenn man eh hinfährt und das Ganze abholt. Jo, wie gesagt, hier ist die Anzeige, es waren ein paar Spiele drin und 4 Stück habe ich mir rausgesucht, die gehe ich jetzt abholen. Hallo, Tobias von Kleinanzeigen. Soll ich hochkommen? Soll ich hochkommen? Ja, okay. Ja, klar. Tür auflassen oder zu? Oder? Kannst du auch machen. Ja. Hab mal Tütchen mitgebracht, keine Ahnung. Hätte ich auch gehabt, ja, okay, super. Also andere haben keine Interesse. Zu dem Preis ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was man noch machen könne oder dann so. Bringen Sie die gerne mal nochmal. Jo, das ist halt immer. Man macht einfach nur so und. Ist immer etwas unterschiedlich, ne? Ich weiß, Dankeschön, ich weiß. Ja. Also da habe ich ein bisschen mit mir gehadert, ob ich mir das jetzt zurücklegen lasse oder nicht. Kein Thema. Ja. Kann ich miteinander sprechen. Ja, klar. Weil ich habe auch geguckt, manche sind ja teuer in meinen Augen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das heute so ist. Und dann habe ich dann bei Amazon geguckt. Dann dachte ich, ja, gut. Ja, es ist auch immer abhängig, ob jetzt zum Beispiel der Henkel hier oben abgerissen ist. So, da gucken die Leute das, drauf. Das weiß ich natürlich. Wie der Zustand von der Anleitung ist. Ja. Ne? Ja. Wenn die sind halt alle gebraucht. Und ja, klar, sicher. Ist nicht neu, die sind alt, die Spiele. Die sind alle gebraucht. Ja. Ja, das sind halt so Spiele, wo ich halt mir gesagt habe, für 20 Euro. Nicht, also das habe ich eh. Das ist auch uninteressant. Da bin ich mir jetzt, da ist keine Anleitung drin. Doch, aber die ist dünner. Ja. Also die hier nehme ich auf jeden Fall mal. Wo wäre man hier dann, wenn man noch ein bisschen was mache am Preis? Das stelle ich dann vor. 15 ist Stück. 60 mal 70. Gucken wir mal, was hier, ob hier noch okay. Was dabei ist. Ne? Okay. Also hier definitiv 20 Euro, muss ich sagen, sind hier definitiv zu viel. Ich weiß nicht, ob sie da dann mitgehen und sage, okay, weg ist weg. Es reizt mich, weil es immer als so schlechtes Spiel. Da sieht man erst, ja. Wie gut die anderen sind. Ja, genau. Vielleicht die 4 noch. Also die 4 und die 4.
Machen wir 100er. Dann machen wir 90. Ja. Okay, super. 80 und 10. Okay. Super. Gut, dann hoffe ich, dass auch alle noch laufen. Ich kannte nicht. Ja. Wir haben zwar kein Sega-Spiel mehr, also Ding, aber ein Mega Drive fand ich. Aber da bin ich nicht sicher, ob er noch geht. Mm, ich mm-hmm. kann ihn nicht probieren. Ach so. Nicht, geht nicht. Ja. Mit Verpackung oder nur lose? Ach so, ja, das ist es. Sowas halt, ist extra, das ja. Ist das zum Aufsetzen. Ja, zum ne? Aufsetzen, genau. Das kann ich halt nur noch hier sowas. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch nicht mehr viel dabei, weil ich das nicht. Machen Sie mal ein Angebot. Sind verschiedene ja. dabei. Ist einfach so. Das ist kaputt. Vierer. Ja. Das kaputt. Ah ja. Ja, das ja. Ist Kaninchen. Oder hat ein Hamster? Meerschweinchen? Kaninchen. Ja. 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 20 dann noch. Okay. Ja? Okay. Aber das war's, was an. Spiele haben. Im Moment jo. Super. Ah ja. Ei, gut. Dann danke ich nochmal. Brauche jetzt nur Hand an der Tür. Aber ich gehe so damit. Aber ich muss den Schlüssel nehmen. Ja, danke schön. Viel Spaß damit. Danke, ciao. Nochmal zurück vom Deal. Ich weiß nicht, wie viel ich zeigen kann von den Aufnahmen, weil ja, Handy habe ich dann oben in der Tasche drin oder in der Hand. Ist immer ein bisschen wackelig und muss dann natürlich auch ausblurren, was eben ein bisschen zu persönlich ist. Ich weiß nicht, wie gut die Aufnahmen sind oder waren und vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen was jetzt gesehen. Jedenfalls zum Deal. 4 Spiele hatte ich mir, wie gesagt, schon rausgesucht und die habe ich auch definitiv mitgenommen. Die schauen wir uns im Einzelnen jetzt hier mal an. Da haben wir zum einen Alien 3. Grüße gehen raus an den Gamefuchs. Wenn ich die letzte Zeit Alien sehe, muss ich immer an, ja, oder Predator, muss ich immer an Gamefuchs denken. Das ganze Spiel ist komplett, ist so ein Plattformer, ne, als Alan Ripley im Raumschiff oder in der Base unterwegs und muss natürlich, wie soll es anders sein, Aliens schnetzeln. Das Spiel ist in ganz okayem Zustand. Das Papier vom Label, das ist ein bisschen vergilbt, ne? Da kann man natürlich nichts dran machen. Wenn das vergilbt, dann vergilbt das. Es ist jetzt auch kein wirklicher Raucherhaushalt gewesen. Deswegen ja, ist ein bisschen schade, dass halt wirklich das Papier ein bisschen gelitten hat, auch hier an der Anleitung. Aber Anleitung in schönem Zustand, nicht verknickt groß oder so, sondern das ist noch eine gute 2, würde ich sagen. Und ja, auch das Case, ein bisschen Aufkleber hier noch dran, aber mit Lasche schon mal schön. Jo, Spiel Nummer 1, Alien 3. Dann, warum ich eigentlich darauf aufmerksam wurde, ist Spider-Man vs. X-Men. Das ja, war mir präsent, dass es kein ganz so billiges Spiel ist. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Wert ist. Aber ja, 15, 20 Euro, also 20 Euro VB, wenn ich noch ein bisschen verhandle, ne, ist das definitiv ein guter Preis. Das weiß ich, so viel wusste ich. Und ja, das ist auch komplett. Oben der Schnippel ist noch dran. Hier haben wir, spiegelt jetzt ein bisschen viel, ne? Bisschen Aufkleber drauf, aber ansonsten sieht das gut aus. Die Anleitung ist dabei, also komplett. Spiel Nummer 2. Das Cover, das sieht so ein bisschen, ich würde mal sagen, ausgeblichen aus. Bin ich mir aber jetzt nicht 100% sicher. Als nächstes noch ein Highlight. Leider ist oben der Schnippel ab, aber ich muss es mitnehmen, auch wenn es nicht 100% mein Genre ist. Soleil. Das ist quasi so,
die Antwort von Sega auf Zelda. Ne? Sega hat irgendwie gesehen, okay, Nintendo hat Riesenerfolg mit The Legend of Zelda, mit der ganzen Serie schon seit dem NES. Und ja, da haben sie sich dann gedacht, okay, für 16-Bit müssen wir jetzt auch mal ein eigenes Zelda rausbringen und haben dann eben hier Soleil entwickelt. Ragnacenti looks like a clone of The Legend of Zelda. The main character is a boy with a funny hat. Instead of a life bar of hearts, it's apples. The game has a top-down view. You can cut grass. Link fires a sword beam, while Corona literally throws his sword. Sieht man es hier unten? Ja, so kann man es lesen, ne? Besser als Zelda. Die Aussage ist jetzt natürlich ein bisschen gewagt, besonders wenn es vom Sega-Magazin kommt, die ja nicht ganz so, ja, unvoreingenommen sein müssen. Aber ja, auf jeden Fall fand ich das einen guten Fund und musste unbedingt mitgehen. Und als letztes habe ich ein Spiel mitgenommen, weniger weil es mich so unbedingt interessiert, sondern weil ich es einfach viel zu selten sehe für dieses System. Und zwar für 32X Metalhead. Das ist so ein Mech-Spiel in einer Hochhäuserschlucht. Und ja, man spielt eben aus der First-Person-Perspektive, schlüpft in die Rolle des Meshs oder geht in den Mesh rein, fährt ihn oder läuft ihn, ist ja ein Läufer, und ist dann quasi so ein 3D-Spiel, ne? Jo, Metalhead, das ist komplett, habe ich jetzt gesehen. Dort vor Ort habe ich gedacht, sieht zwar noch schön aus, klar, die Pappe, die leidet immer, und die Hülle, die ist jetzt keine 1, keine 2 mehr, aber eine gute 3, würde ich sagen, ist es noch. Und ja, habe ich es aufgemacht, okay, Spiel ist drin, ist auch noch okay Zustand, ne? Aber die Anleitung habe ich vermisst. Und ja, dann jetzt im Auto, als ich mir so ein bisschen genauer angeguckt habe, ist mir eingefallen, bei den 32X-Spielen ist die Anleitung noch mal extra versteckt. Und zum Glück ist es die richtige. Metalhead ist dabei. Das Schöne, dass es so versteckt ist, oder das Schöne daran, dass es so versteckt ist, ist, dass es eigentlich selten rausgenommen wird und dadurch auch oft in schönem Zustand ist. Auch hier der Karton von den 32X-Spielen. Ja, was hat Sega sich dabei gedacht? Klar, Super Nintendo ist auch immer in Pappkarton, aber Sega hatte doch schon diese Plastikcases. Wieso dann bei der nächsten Generation oder nächsten halben Generation dem 32X auf einen Pappkarton, auf einen Pappschuber setzen? Ist dumm, aber ist halt leider so, ne? Trotzdem schöner Fund, Metalhead 32X. Und jo, das waren dann 4 Spiele. Dann hieß es ja 80 Euro. Moment, einmal so. Machen wir das Ganze richtig, ne? Dass ihr schön seht, das sind die Spiele. Hieß es dann, ja, 4x 20 Euro, 80 Euro. Und dann habe ich gefragt, ja, wie schaut's aus? Jedes Spiel 15 Euro, können wir das machen? Das wären 60 gewesen. Und dann ist er auf 70 Runde gegangen. Ist trotzdem ein absoluter Knallerpreis. Besonders wenn ich hier sehe, dass das Spider-Man and X-Men oder Versus X-Men, wie heißt Spider-Man X-Men? und das Soleil dabei ist. Super Preis, 70 Euro für diese Spiele. Jo, dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht noch an dem ein oder anderen von den restlichen Mega Drive Spielen Interesse habe. Und ja, da hat sie mir dann die Kiste nochmal gebracht und da habe ich nochmal durchgeguckt. Eigentlich habe ich die schon aussortiert, weil mir 20 Euro ein bisschen viel für, ja, diese Spiele war. Und ja, habe dann doch nochmal ein bisschen was genommen. Zum einen Gods. Das Spiel ist wie die anderen komplett. Auch hier ist nochmal die Lasche dran. Die Anleitung ist dabei. Und ihr seht hier, whoops, das fällt raus. Das ist mal nochmal so ein Sonderformat-Modul von Accolade. Die haben auch so Sonderformate gemacht. Jo, warum, wieso, weshalb? Die haben da irgendwie, ja, sind da Rechte umgangen, irgendwie, glaub, mit Sega und haben da quasi was Eigenes, Unlizenziertes produziert.
Deswegen sieht auch dieses Case ein bisschen anders aus wie das offizielle zu der Zeit. Ne? Wo hier, ja, ist so. Ich glaube, das habe ich schon, muss ich gestehen. Ich habe nämlich noch eine Kiste Sega Stuff zu Hause, die ich noch nicht verpickert habe. Die kommt demnächst mal. Das ist ein noch größerer Lot als das hier und ich habe weniger bezahlt als hierfür. Also da könnt ihr schon mal gespannt sein. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt habe, ob das in dem anderen Lot dabei ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es dabei ist, dann ist keine Anleitung dabei. Das heißt, das ist ein Upgrade. Dann als nächstes haben wir hier Techno Clash. Ach so, zu Gods, das ist so ein Plattformer. Euro-Style-Plattformer, würde ich sagen. Ist von Bitmap Brothers produziert. Die haben ja in den 90ern, ne, hier sieht man das Logo, haben die mit Pixelgrafik geglänzt. Das ist jetzt nicht wirklich ein Meisterstück von denen, aber ist ja so ein typischer Euro-Style-Grafik, wie auch Turrican zum Beispiel. Und so ein Plattformer ist das so ein bisschen Turrican-like, würde ich sagen. Jo, dann haben wir hier Techno Clash. Da geht es darum, dass eben ja, Techno und Clash mit Magie. Das heißt, da haben wir zum einen so Roboter, mechanische Wesen und die stoßen dann eben auf ja, so eine magische Welt, ne? Dass eben solche zwei Welten miteinander clashen. Und das Ganze ist so eine Mischung aus einem Top-Down-Spiel, so ein bisschen Adventure-mäßig, ein bisschen Rollenspiel. Also auf jeden Fall ist das so ein Top-Down-Roleplay oder zumindest mit Rollenspiel-Elementen gespicktes Adventure. Ist, glaube ich, nicht ultra teuer, nicht super gefragt, aber aus Kuriosität habe ich es einfach mal mitgenommen. Und auch hier sieht man, das ist jetzt von Electronic Arts. Die haben auch damals diese Sonder-Cartridges hier gemacht mit dem gelben Schnippel hier. Jo, komplett mit Anleitung und ja, auch mal noch mitgenommen. Als nächstes Warlock. Auch das, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das habe. Ist definitiv ein Upgrade, weil schöner Zustand. Hier ist zwar was abgebrochen, aber ja, kann man da natürlich streiten, was besser ist. Abgerissener Nippel oben, Schnippel oder so eine Ecke abgebrochen. Aber auch hier komplett. Und das Spiel, das hat ziemlich, ich würde sagen, Castlevania-Vibes. Zumindest so vom Gameplay her. Ich weiß nicht, wie viel Backtracking hier in diesem Spiel drin ist. Aber so die Grafik, das Setting, das Gameplay an sich, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob es jetzt Backtracking hat oder nicht, hat sehr starke Castlevania-Vibes. Und da freue ich mich auch schon drauf, obwohl ich das jetzt anfangs gar nicht irgendwie im Auge hatte und ich mir nicht sicher bin, ob ich das jetzt in dem anderen Lot drin habe. Egal. Dann, wo ich mir auch nicht sicher bin, ist hier Castle of Illusion, weil bei diesen ganzen Sega Mega Drive Disney Spielen bin ich mir nie sicher, was ich denn jetzt habe und in welchem Zustand, ob die halt komplett sind oder nicht. Und ja, für kleines Geld habe ich dann jetzt auf gut Glück mal nochmal mitgenommen. Castle of Illusion, ein schöner 2D Side-Scrolling Plattformer Jump'n'Run der guten alten Schule mit den 16-Bit Plattformern von Disney. Macht man eigentlich nie was falsch. Die kann man blind kaufen für kleines Geld, sind eigentlich recht gut. Und dann haben wir noch ein letztes, Fatal Rewind. Das habe ich eigentlich vorher aussortiert gehabt, also zu Hause gedanklich aussortiert gehabt, weil das
zu mit den schlechtesten Mega-Drive-Spielen gehören soll, die es gibt. Also es ist wohl eine Arcade-Umsetzung, aber trotzdem, entweder war das in der Arcade schon schlecht oder es ist eine super schlechte Umsetzung, obwohl es von Psygnosis ist. Sieht man hier das Logo, ne? Die Eule. Psygnosis, eigentlich ein Garant für Qualität, aber hier haben sie wohl ja, ins Fettnäpfchen getreten mit. Keine gute Umsetzung, soll kein gutes Spiel sein, aber habe ich dann auch mal noch mitgenommen. Jetzt habe ich halt für die ersten vier, die ich hier ausgesucht hatte, 70 Euro. Und für die letzten vier habe ich dann jetzt noch, jetzt lass mich lügen, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt noch 30 oder noch 40 waren. Ich glaube, es waren dann insgesamt, nee, es waren 90 Euro, die ich insgesamt bezahlt habe. 90 Euro habe ich insgesamt bezahlt für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele, was im Schnitt 10 Euro sind. Und bei den zwei Spielen, absoluter Knallerpreis. Obwohl ich jetzt auch Sachen mitgenommen habe, die ich eigentlich vorher nicht vorhatte. Jo, dann habe ich natürlich hier Spiele gefunden und wie man es so oft macht, ne, fragt man, haben sie nicht noch was anderes, noch andere Spiele oder haben sie noch was anderes in der Richtung zu verkaufen? Und dann sagt sie, ja, wir haben da noch eine Konsole auch von Sega, aber die können wir nicht ausprobieren. Dann habe ich gefragt, ja, mit Karton oder ohne, denn wenn ich mir hier diese Spiele anschaue, bin ich schwer von ausgegangen, es ist ein Mega Drive. Ja, wusste ich jetzt nicht, ob ein 1er oder 2er. 1er habe ich noch keinen Karton. Hätte ich dann wahrscheinlich auch mitgenommen. Aber dann kommt es an und ich sehe das hier. Ein 32X. Das ist jetzt der leere Karton. Und nebendran hat sie dann einen Karton in der Hand, wo dann eben schon hier das 32X rausschaut. Ein paar Controller, noch eine Anleitung zum Spielen, das leider nicht dabei ist. Das ist Virtua Fighter fürs 32X. Leider nicht im Set dabei, aber kann man nichts machen. Jo, gucken wir rein. Das 32X selbst. Und dann haben wir hier von Electronic Arts einen 4-Spieler-Adapter fürs Mega Drive. Der hat hinten zwei Anschlüsse, die eben so in das Mega Drive-Sockel oder Pad, Joypad, Sockel reinkommen. Dann hat man vorne 4 Anschlüsse für 4-Spieler, Spiele. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur für Spiele ist, die von Electronic Arts sind oder auch andere 4-Spieler-Spiele. Gut, dann haben wir hier Pad Nummer 1, 3-Button-Pad mit Aufkleber drauf, sehr staubig und angeknabbert. Und mein Tipp war gut, ich habe gefragt, ob sie Kaninchen oder Hamster hatten. Es war das Kaninchen, das damals zu Kindertagen das Ganze angeknabbert hatte. Der nächste ist auch staubig, würde ich sagen, gut benutzt, aber die gehen eigentlich nicht groß kaputt. Also muss gut sauber gemacht werden. Auch ein 3-Button-Pad. Dann haben wir ein 6-Button-Pad. Dieses, wie sagt man, ist das Bohnen-Pad? Oder ist das der Bananen-Controller? So irgendwie, der hat doch einen Spezialnamen. Ne? Mit 6 Buttons. Oben noch eine Mode-Taste, die quasi so das Gegenstück zur Select-Taste ist, die auch die ersten Pads hier nicht haben. Und natürlich 3 Buttons mehr, die die ersten Pads nicht haben. Dann haben wir noch eins von dieser Art, von diesen Bohnen- oder Bananen-Controllern. Auch staubig, nicht so schmutzig. Wahrscheinlich wurden die kleinen hier eher so als 3- und 4-Spieler-Pads benutzt, deswegen nicht so verbraucht. Dann haben wir hier ein Anschlusskabel. Das ist das RF-Kabel für das Mega Drive. Und was wichtig ist, sind diese Kabel fürs 32X. Das wird nämlich ja nicht nur aufgesteckt aufs Mega Drive, sondern es wird auch dann noch hier mit dem Mega Drive selbst verbunden. Das heißt, hier wird nur quasi
der Spieleinhalt, sag ich mal, aus der Cartridge durchgereicht ans Mega Drive. Dann ist hier ein kleiner Prozessor drin, der für gewisse Sachen zuständig ist und der Prozessor vom Mega Drive wird genutzt. Und das Ganze kommt dann als Bild, kommt das Bild raus? Nee, das Bild vom Mega Drive wird hier reingegeben und dann mit dem Bild von dem 32X vermischt. Und dann kommt hier ist eben dann AV-Out, wo dann eben das Bild an den Fernseher ausgegeben ist. Das kann man sich so vorstellen, dass eben zwei verschiedene Layers sind. Eine Grafiklayer stellt das Mega Drive selbst dar. Dieses Bild wird dann durchgereicht an das 32X und ein anderes Layer, wie zum Beispiel ein Overlay oder ist es umgekehrt, dass es der Hintergrund ist, der dann eben ein bisschen mehr 3D-Grafik darstellt, der wird dann eben vom 32X erstellt. Und das Ganze wird dann eben vermischt und als ein Bildsignal hier ausgegeben und kommt dann eben so am Fernseher an. Deswegen ist es wichtig, dass man dieses Durchreiche-Kabel hat. Jetzt bin ich mir unschlüssig, warum hier zwei Stück dabei sind. Braucht man da zwei? Ne, das sind ja dicke, ne? Das sind dicke. Muss ich mal gucken, welche da... Ne, die dünnen sind die richtigen. Das dünne ist zum Durchschleifen von unten nach oben. Das hier... Ist das vom Mega Drive 1 oder ist das vielleicht vom Mega CD? Denn auch da braucht man dann noch extra Kabel. Ist das so? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Jo. Jedenfalls, Kabel ist dabei. Was Gutes. Ja, dann... ist eben mit dieser Kiste voll Sachen angekommen. Da habe ich gesagt, ja, okay, Umverpackung ist dabei, das 32X ist dabei, auch das Kabel ist dabei, das ist sehr schön. Aber leider ist ja das Innenleben von der Box nicht dabei. Und dann ist mir später eingefallen, das müsste doch das Innenleben von dem 32X-Karton sein, oder? Wenn ich mir das so angucke, das passt hier rein. Hat die gleiche Größe und ich denke, das ist eben der Innenkarton von dem 32X. Habe ich jetzt natürlich keine Anleitung dazu, die ist nicht dabei gewesen. Aber Premiere, hier live ausprobiert, es passt. Es passt. Das ist wirklich der Karton, der Innenkarton von dem 32X und so habe ich dann eben, ja, doch ein fast komplettes 32X, auch wenn jetzt hier vorne ein Abriss dran ist. Ree, darf das so in die Sammlung? Hier ist ein kleiner Abriss dran, der Karton selbst natürlich auch nicht mehr der schönste. Ne? Hier vorne ein zweiter Abriss, hier oben der große, an den Ecken und Kanten abgekrabbelt. Aber ein 32X-Karton zu finden, ist ja schon mal eine Seltenheit, würde ich sagen. Und dann auch noch das 32X dabei, das Kabel dabei und das Ganze für 20 Euro. 20 Euro für das 32X, die vier Pads und den Karton. Ich würde sagen, Bombenschnapper, oder? Und jetzt an Super Lario, ist das der Schnapp der Woche? Ist das der Schnapper der Woche? 32X für 20 Euro in OVP, ich würde sagen, das ist der Schnapper des Monats, oder? Du hast mir jetzt nicht ernsthaft gerade den Schnapper der Woche geklaut? Echt jetzt? Jo, das heißt, da habe ich dann nochmal 20 Euro draufgelegt und insgesamt habe ich dann 110 Euro bei der Dame gelassen. 70 Euro für die ersten vier Spiele, wo sie nimmer wirklich runtergehen wollte. Nochmal 20 Euro für die anderen 5 Spiele und 20 Euro für das 32X in Karton. Ja, 110 Euro, nicht wenig Geld, aber für die Ausbeute würde ich sagen, das war's wert, oder? Was denkt ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Jo, ansonsten, was kommt jetzt als nächstes noch? Ich habe ja schon den anderen großen Sega-Deal erwähnt. Mal gucken, auf wann ich den zeige, die nächsten paar Wochen vielleicht. Wenn nicht was anderes dazwischen kommt. Ich hoffe, ich bin jetzt noch mal ein bisschen regelmäßiger dabei. Ich habe ja gesehen, ich hatte eine kleine Pause. Ich habe es einfach gebraucht. Ich bin nicht dazu gekommen. Tut mir leid. Aber dafür jetzt hier mit einem neuen Jagdvideo on the road, ne?
Und dann auch gleich noch so einem richtig geilen Schnapper, der sich als noch besser herausgestellt hat, als er sich ursprünglich schon angehört hat. Also, was sagt ihr zu dem Deal? Was ist für euch das Highlight-Spiel hieraus? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Oder ist das 32X das Highlight? Schreibt es unten rein. Und lasst uns ein bisschen schnacken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche nochmal. Bis denn, euer Telespiel-Tobi.